Hallo mein Freund, in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach sowohl die normalen als auch die Gas-Behemoth-Drohnen ausschalten kannst. Und ja, das funktioniert auch im Immersive-Mode. Los geht's! Bevor wir ans Eingemachte gehen, noch ganz schnell vorab, falls du mich noch nicht kennst, bei mir dreht sich alles nur um Ghost Recon, also wenn du da Bock drauf hast, lass mir super gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Und noch eine Kleinigkeit vorweg, mein altes Behemoth-Tutorial funktioniert natürlich auch weiterhin, allerdings ist die dort gezeigte Methode nicht sehr gut gegen Gas-Behemoth-Drohnen, weil die gewisse Areale eures eigentlichen Kampfgebiets mit Gas verseuchen und ihr dadurch sterben könnt. Dafür funktioniert die Methode hier in diesem Video umso besser. Beginnen wir mit der Auswahl der Klasse und der Perks. Als Klasse solltest du den Panther nehmen, und zwar wegen dem Drohnentarnspray. Bei den Perks ist eigentlich nur der Sprengstoffexperte wichtig, denn durch den verursachst du 20% mehr Sprengstoffschaden. Was die Bewaffnung betrifft, ist die Waffe eigentlich egal, aber sehr von Vorteil ist es, wenn du eine automatische Waffe hast mit einem möglichst großen Magazin. Was die Items anbelangt, die du mit in den Kampf nimmst, dann nimmst du natürlich deine Heilspritze mit und deine beiden C4-Arten, wenn du schon zwei hast, und alle EMP-Granatentypen, die du besitzt. Die sind ganz besonders wichtig. Ich spiele übrigens auf Schwierigkeitsgrad extrem, mit Verletzungen auf immer und nur wenigen Bandagen. Also wenn ich das schaffe, dann schaffst du das locker. Den Kampf beginnst du, indem du dich, soweit es geht, an die Behemoth ranschleichst und dann dein Panther-Spray benutzt. Dadurch kann dich die Drohne auch aus nächster Nähe nicht mehr entdecken. Und das nutzt du aus, indem du zur Behemoth rennst und ihr erstmal eine ordentliche Ladung C4 rundrum an den Körper klebst. Die sprengst du dann und dann beginnt erst der eigentliche Kampf. Und das Hauptmerkmal des eigentlichen Kampfes besteht darin, dass du die Behemoth konstant in einem Stunlock hältst mit den EMP-Granaten. Also du wirfst immer eine EMP-Granate, schießt solange es geht auf die Behemoth, am besten ohne Schalldämpfer, denn ohne Schalldämpfer machen die Waffen nun mal mehr Schaden, seltsamerweise, auch wenn es nicht realistisch ist. Und dann wirfst du wieder die nächste EMP-Granate. Schießt wieder weiter, wenn du nachladen musst, wirfst du natürlich auch eine EMP-Granate, lädst nach, wirfst wieder direkt eine EMP-Granate hinterher und ballerst weiter. Auch wenn du siehst, dass das Panther-Spray an Wirkung verliert, EMP-Granate, Panther-Spray nachfüllen und weiter geht's. Aber du musst ein bisschen aufpassen, denn irgendwie, ich weiß nicht warum, das wird wohl ein Bug sein, nehme ich an, scheinen sich EMP-Granaten manchmal gegenseitig zu canceln. Also da piepst dann auch die Drohne so, als wäre sie gestunt, aber sie fährt trotzdem rum. Das Wichtigste ist eigentlich, vor allem im Immersive Mode, dass die Drohne nicht mit ihren Miniguns schießt. Es gibt ja auch weiterhin noch diese bestimmten Punkte, an denen du die Behemoth stunnen kannst. Das sind diese vier blauen Kanister rund um die Behemoth, falls die noch nicht durch die C4-Ladung zerstört wurden. Und die kleine Kamera vor dem Raketenball. Das klappt aber halt meistens auch nur einmal. Ansonsten immer schön auf die roten Stellen der Behemoth ballern und EMP-Granaten werfen und dann fliegt das Ding fast automatisch in die Luft. Es gibt auch noch eine zweite Methode, wie du eine Behemoth legen kannst. Und zwar, wenn ein automatisches Geschütz am Behemoth-Punkt steht. Da geht es ganz genauso. Einmal einnebeln, Panzerung wegsprengen, ans Geschütz und reingeballert. Das geht relativ schnell, das dauert glaube ich noch keine Minute. Oder ist die Behemoth auch dauernd, muss halt nur ab und zu mal kurz ausweichen, weil die Behemoth dann Raketen auf den Geschützturm schießt. Wenn es eine Gas-Behemoth ist, geht das natürlich nicht so gut, weil dann der Geschützturm eingenebelt ist. Ja, aber du musst auch keine Angst haben, die Raketen, die zerstören den Geschützturm nicht, weil irgendwie gibt es bei den Gegnern kein Friendly Fire. Ja, dann hackst du nochmal das Geschütz und ballerst einfach rein. Das geht recht fix. Und dank dem Tarnspray des Panthers aimt die Drohne auch nicht auf dich und schießt somit auch nicht mit den Miniguns auf dich.
Wenn dir das Video weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen und schreib mir auch gerne in die Kommentare, falls du weitere Fragen zum Behemoth-Kampf hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.